Nächster Abschnitt heißt vom Kalk zum Kalkül. Da wollen wir zurückkommen zu den Zahlen, die wir als die natürlichen Zahlen bezeichnen und Kronecker als gottgegeben angesehen hat. Das sind also die Zahlen 1, 2, 3 und so weiter. Nur wenige Völker haben keine Zahlwörter. Aber zählen kann man auch ohne Wörter, etwa mittels Kerben oder Knoten oder Muscheln. Der älteste bekannte Nachweis, dass gezählt wurde, ist der sogenannte Ishabo-Knochen, etwa 20.000 Jahre alt. Gelehrte Enthusiasten oder enthusiastische Gelehrte, die wollen hier 11 und 13 und 17 und 19 Kerben gezählt haben. Also die Primzahlen zwischen 10 und 20. Das ist eine recht wenig glaubhafte Behauptung. Aber dass hier gezählt wurde, das scheint plausibel genug. Sicher ist, dass zum Zählen Steinchen verwendet wurden. Vielleicht ein Kiesel für jedes Tier der Herde. So kann man überprüfen, ob alle von der Weide heimgekommen sind. Die Römer nannten solche Steinchen Calculi. Das Wort kommt von Calx, also Kalk. Der Name für diese Rechensteinchen steckt übrigens in unserem Ausdruck Kalkül. Die Steinchen helfen beim Zählen, aber auch beim Rechnen. Zwei Haufen können leicht der Anzahl nach verglichen werden. Da empfiehlt es sich natürlich, jedes Häufchen zu einer Reihe anzuordnen. Da sieht man dann auch gleich, dass man solche Zahlenreihen beliebig verlängern kann, indem man immer weitere und weitere Steinchen dazulegt. Und zwei Häufchen zusammengefügt liefert die Addition. Und drei Reihen von je fünf Steinen, das gibt eine Multiplikation, nämlich 3 mal 5. Addition und Multiplikation sind natürlich kommutativ. Also hier etwa bei der Multiplikation muss man nur das Rechteck um 90 Grad wenden. Diese Operationen sind auch assoziativ. Also hier etwa bei der Multiplikation. Ob ich 2 mal 3 mal 5 Häufchen nehme oder die 2 mal 3 Spalten 5 mal, es liefert dasselbe. Und die Distributivität gilt natürlich auch. 3 mal 2 plus 3, das wäre 3 mal 2 plus 3 mal 3. Das sieht man unmittelbar. All das muss evident gewesen sein, lang bevor ein Rechengesetz dahinter auch nur angedacht werden konnte. Und die Subtraktion und die Division mit Rest sind auch unmittelbar einsichtige Operationen in diesen Steinhäufchen. Auch die Primzahlen sind da leicht auszumachen. Lassen sich die Steinchen nicht zu Rechtecken anordnen. Das erinnert übrigens Plato-Fans an den Theaeteos, der dem Sokrates von seinen Überlegungen berichtet, Zahlen in verschiedene Klassen einzuteilen. Ich zitiere: Wir teilten alle Zahlen insgesamt in zwei Teile. Diejenigen, welche entstehen können durch Gleiches, gleich viel mal genommen, nannten wir mit der Gestalt des Viereckes sie vergleichend, viereckige und gleichseitige. Also wir würden sagen, quadratische Zahlen. Die aber zwischen diesen, welche nicht aus gleichem, gleich viel mal genommen entstehen, sondern nur aus einer größeren Zahl weniger mal oder einer kleineren Zahl mehr mal genommen, welche also immer von einer größeren und einer kleineren Seite eingefasst werden, diese nannten wir mit der länglichen Gestalt sie vergleichend längliche Zahlen. Ende des Zitats. Daraufhin Sokrates, vortrefflich, aber wie weiter? Aber wir wollen dem Theaetetos nicht weiter folgen. Das Anordnen der Steinchen ist uns genug. Wir brauchen keinen logischen Beweis, um einzusehen, dass 2 mal 2 4 ist. Dieses 2 mal 2 gleich 4, das wurde geradezu zum Sinnbild einer unbezweifelbaren Wahrheit. So sehr, dass es schon wieder zum Ärgernis werden konnte.
um Lord Byron zu zitieren, ich weiß, dass 2 mal 2 4 ist, obwohl ich sagen muss, dass es mir viel mehr Freude machen würde, wenn ich 2 mal 2 in 5 umwandeln könnte. Und fast deckungsgleich Fjodor Michailowitsch Dostojewski. Ich gebe zu, dass 2 und 2 macht 4 eine ausgezeichnete Sache ist. Aber wenn ich alles bedenke, kann 2 mal 2 ist 5 auch ganz charmant sein. Sie sehen, ich lese nicht nur Platon. Also die beiden Schriftsteller, die wären sicher erfreut gewesen zu erfahren, dass beim Stamm der Nagaloyos tatsächlich 2 mal 2 5 ist. Das geht so. Oder 2 plus 2 5. Das geht so. Die Nagaloyos, die zählen mit Knotenschnüren, so wie die Knotenschnüre der Inka aussehen. Zwei Knoten an einer Schnur, das steht für 2. Verknüpft man 2 solche Schnüre, jede mit 2 Knoten, so liefert das dann eine Schnur mit 5 Knoten, tatsächlich. Naja. Soll nicht heißen, dass ich keine Witze mache in meiner Vorlesung. Also die Darstellung mit Steinchen, die ist natürlich verlässlicher als mit Knoten. So sieht man etwa ganz unmittelbar, dass die Summe der ersten ungeraden Zahlen, also 1 plus 3 oder 1 plus 3 plus 5 oder 1 plus 3 plus 5 plus 7 und so weiter, stets eine Quadratzahl gibt. Also 4 oder 9 oder 16 und so fort. Es gibt natürlich, wie Sie wissen, eine andere Zahl, eine andere Art, um das zu beweisen. Und diese Art ist von besonderer Bedeutung, nämlich die vollständige Induktion. Das geht so. Also will man beweisen, dass eine Formel A von n für alle natürlichen Zahlen n gilt, so zeige man, dass A1 gilt und weiter, dass aus der Gültigkeit von An auch die von An plus 1 folgt. Weil aus A1 folgt dann A2, daraus A3, dann A4 und so fort. Also in unserem Beispiel sieht das etwa so aus. Die nte ungerade Zahl, das ist 2n minus 1. Denn die erste Zahl ist 1, das ist 2 mal 1 minus 1. Die zweite Zahl ungerade ist 3, das ist 2 mal 2 minus 1. Die dritte ist 2 mal 3 minus 1 und so weiter. Also das war übrigens im Grunde auch schon ein Induktionsbeweis. Und sei also jetzt a von n die Formel 1 plus 3 plus und so weiter plus 2n minus 1 ist gleich n Quadrat. Also die Summe der ersten n ungeraden Zahlen ist n Quadrat. Wenn sie richtig ist, wenn a n gilt, dann gilt auch 1 plus 3 plus und so weiter plus 2n minus 1, soweit waren wir, plus 2n plus 1 ist gleich natürlich n Quadrat plus 2n plus 1. Also n plus 1 zum Quadrat. Und daher ist 1 plus 3 plus 2n minus 1 plus 2n plus 1 minus 1 auch wieder gleich n plus 1 zum Quadrat. Das ist aber gerade die Formel a von n plus 1. Also nun gilt selbstverständlich a für 1. 1 ist 1 Quadrat. Und da a aus a1 a2 folgt, gilt auch a2. Und da aus a2 a3 folgt, gilt A3 und so weiter, A4, A5 und dergleichen. Also es ist wie bei einer Reihe von Dominosteinen, fällt der erste, wirft er den nächsten um, der den dritten und so weiter und so weiter. Solche Beweise durch vollständige Induktion sind eine große Freude für alle Mathematikerinnen und Mathematiker. Und die sehen sehr viele davon, also besonders zu Beginn ihres Studiums. Jeder solche Beweis ist eine Kette von unendlich vielen Syllogismen. Die schnurrt ab
also fast wie ein Reißverschluss. Diese Methode ist übrigens erst durch einen Philosophen eingeführt worden, nämlich durch Blaise Pascal. Das ist erstaunlich spät, wenn man bedenkt, wie fundamental dieses Prinzip ist. Also 200 Jahre später sah der große französische Mathematiker Henri Poincaré in der vollständigen Induktion das wahre Erfolgsgeheimnis der Mathematik. Den entscheidenden Schritt, um aus dem Bereich der analytischen Sätze, also jener Sätze, die durch ihre bloße Form wahr sind, herauszukommen und inhaltliche Aussagen zu gewinnen, aber inhaltliche Aussagen, die nicht von der Erfahrung abhängen. Mit einem Wort, Poincaré sagt, das eigentliche synthetische a priori, das ist die vollständige Induktion. Das ist die Frage natürlich, ob dem wirklich so ist. Giuseppe Peano, ein italienischer Zeitgenosse von Poincaré, sah das vermutlich anders. Peano war der Erste, der die natürlichen Zahlen axiomatisierte. Anscheinend waren davor die natürlichen Zahlen so natürlich, dass niemand, nicht einmal Euklid, das Bedürfnis verspürt hatte, diese Zahlen zu axiomatisieren. Gemäß Peano bilden die natürlichen Zahlen eine Menge, auf der eine Abbildung definiert ist, die jedem Element ein anderes zuordnet, ihren sogenannten Nachfolger. Verschiedene Elemente haben verschiedene Nachfolger. Und es gibt ein Element, das kein Nachfolger ist. Dem wird der Name 1 gegeben. Und zuletzt verlangt ein Axiom, wenn eine Eigenschaft der 1 zukommt und mit jedem Element, auch dem Nachfolger dieses Elements, dann kommt die Eigenschaft allen Elementen zu. Und fertig. Also man zeigt leicht, dass alle Elemente außer der 1 Nachfolger sind. Vor uns steht also nichts anderes als das Gebilde, für welches die vollständige Induktion funktioniert. Also sind die Sätze, die mit Hilfe dieser Axiome bewiesen werden, wohl doch analytisch, also gültig durch ihre bloße Form, oder? Peano selbst wich allen philosophischen Fragen zeitlebens aus. Er hat sich gern geoutet als ein ganz einfacher Bauernsohn. Seine Vereinfachung der logischen Notation, das haben wir schon gesehen, die setzte sich weltweit durch. Peano wollte auch das Latein vereinfachen, durch Abschaffung aller Deklinationen. Und damit hatte er weniger Glück. Peano gab gerne zu, dass seine Axiome die natürlichen Zahlen nicht charakterisierten. Diese Axiome treffen ja genauso zu auf die Menge, zum Beispiel 11, 12, 13 und so weiter. Hier hat man dieselbe Nachfolgerrelation, aber eben ein anderes Anfangselement. Ein weiteres Beispiel wäre die Menge 1, 1,5, 1/4, 1/8 und so weiter. Hier ist das Anfangselement dasselbe, aber der Nachfolger ist jeweils das Halbe. Im Grunde wird durch die Peano-Axiome nur definiert, was eine Progression ist. Aber schon das erlaubt, die gesamte Arithmetik herzuleiten. Denn mit Hilfe der Peano-Axiome kann man die Addition leicht definieren, auch wieder durch vollständige Induktion. Ist m eine Zahl, so wird m plus 1 einfach als ihr Nachfolger definiert. Und ist m plus n bereits definiert, so wird m plus Nachfolger von n definiert, eben als der Nachfolger von m plus n. Und ebenso ergeht es mit der Multiplikation. Hier wird m mal 1 einfach als m festgelegt. Und ist m
mal n bereits definiert, so ist m mal Nachfolger von n nichts weiter als m mal n plus m. Und alle üblichen Eigenschaften folgen daraus, obwohl die Herleitung eine wahre Ochsentour ist. Dadurch sind aber noch immer nicht die natürlichen Zahlen eindeutig bestimmt. Aber der norwegische Mathematiker Albert Skole hat vor etwas weniger als 100 Jahren bewiesen, dass es gar nicht möglich ist, die natürlichen Zahlen mittels eines endlichen Axiomensystems vollständig zu charakterisieren. Jede arithmetische Aussage, die für die natürlichen Zahlen gilt, gilt auch für irgendwelche Gebilde ganz anderer Art. Das ist natürlich unbefriedigend, selbst wenn man ganz im Bereich der Mathematik verbleiben will. Wenn man sagt, es gibt 5 platonische Körper, dann bezieht man sich ja auf die 5, die den 5 Strichern entspricht. Wie kann man rein logisch-mathematisch, also sozusagen innenmathematisch, festlegen, was man mit dieser 5 meint? Gottlob Frege und Bertrand Russell, die die gesamte Mathematik auf die Logik zurückführen wollten, die versuchten es auf folgende Art. 2 Mengen sind gleichmächtig, also was eine verschämte Art ist, gleichzahlig zu sagen. 2 Mengen sind gleichmächtig, wenn es eine 1:1 Beziehung gibt zwischen ihren Elementen. Die Zahl einer Menge wäre demnach die Menge aller mit ihr gleichmächtigen Mengen. Die Zahl 5 ist die Menge aller Mengen, die gleichmächtig ist zur Menge der Finger auf meiner linken Hand. Also Hand aufs Herz, hätten Sie das gedacht? Wir sind inzwischen sehr viel vorsichtiger geworden mit der Bildung von Mengen aller Mengen mit dieser oder jenen Eigenschaft. Aber die Frage von Frege und Russell, die bleibt interessant. Kann man die natürlichen Zahlen auf etwas noch Grundlegenderes stellen? Wohlgemerkt, das macht nur Sinn, wenn man innerhalb der Mathematik bleibt. Dass man die Zahlen 1, 2, 3 in der Wirklichkeit durch Deuten auf Äpfel oder Finger einführt, das ist unbestreitbar. Fragt man nun aber Mathematikerinnen und Mathematiker, was noch grundlegender ist als die natürlichen Zahlen, so werden sie sagen, das ist die Mengenlehre, was sonst? Jetzt kommen wir zu einer einfachen und besonders witzigen Art, wie mir scheint, die natürlichen Zahlen aus der Mengenlehre herzuleiten. Das stammt von John von Neumann. Und diese Methode wird demnächst auch 100 Jahre alt. Also zunächst sei festgehalten, dass zu den Elementen einer Menge auch Mengen gehören können. Das ist etwa so, wie ein Ordner in unserem Computer weitere Ordner enthalten kann. Weiters ist eine Menge A etwas anderes als die Menge geschweift A, die als ihr einziges Element die Menge A besitzt. Das ist so, wie ein Ordner etwas anderes ist als der Ordner, der nur diesen Ordner enthält. Und nun definiert John von Neumann den Nachfolger der Menge A als die Vereinigung mit geschweift A. Also mit der Menge, die nur als einziges Element dieses A besitzt. Und jetzt beginnt er zu zählen. Und zwar mit der Null. 1 wird also in diesem Fall ein Nachfolger sein, aber das ist natürlich nur eine andere Konvention. 0 wird definiert als die leere Menge. 1 ist dann ihr Nachfolger. Und zur leeren Menge, also nimmt man da einfach die 0 dazu. Und der nächste Nachfolger, 2, den enthält man, wenn man zur 1 noch die Menge, die nur aus der 1 besteht, zunimmt. Das ist die Menge 0, 1. Die kann mit so schweifen Klammern geschrieben werden. Und 3
Das ist dann Nachfolger von 2. Da gibt man zu dem 2 dazu die Menge, die nur aus der 2 besteht. Das ist die Menge, die aus den Zahlen 0, 1 und 2 besteht. Ja, wenn man das mit geschweiften Klammern hinschreibt, dann erinnert das schon einigermaßen deutlich an die Kerben beim Ishabo-Knochen. Aber immerhin, die Menge 3 hat jetzt die Mächtigkeit 3. Übrigens, also wer die leere Menge als nichts interpretiert, das ist etwas, das ich nicht empfehlen möchte, aber der könnte dann darauf schließen, dass die Mathematik auf nichts gründet. Der Philosoph Friedrich Weismann fragt, und hier gibt er auch Wittgensteins Auffassung wieder, ich zitiere, muss erst der Logiker den wahren Sinn etwa der 5 herausfinden? Wir haben ja alle in der Kindheit die Zahlworte so gelernt und verstehen sie seither. Und wir kennen keine bessere Erklärung. Warum also sollten wir uns ihrer schämen? Weismann sagt weiter, der Sinn der Zahlwörter ergibt sich aus ihrer Verwendung. Diese ist eine vielfältige. Ja, lassen wir es einfach dabei.